Also heute fangen wir an, indem wir eine Datei erzeugen in Excel oder in Windows oder macOS-Programm. Okay? Wir erstellen eine Datei, wir speichern die Datei lokal und wir lernen, wie man das aufmacht in Python. Okay? Wie man das aufruft. Die Datei kann numerisch Spalte A, Spalte B, Spalte C und so weiter. Ein bisschen größer, warte. Und dann Spalte A machen wir eine kategorische Data, zum Beispiel Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse C, Klasse C. Okay, dann Spalte B ist numerisch. Zum Beispiel 12, 23, 31, 34. Ist alles klar? Bitte. Hier 1, 2 und 4. Okay. Und Klasse C, numerisch 2. Okay. 120, 130, 99, 90 und hier 7, 8, 9. Das ist jetzt ein Mockup, okay? Also irgendwas, damit wir das Spiel, angucken können. So, ich will es speichern. Okay, wenn ich jetzt das Testdatei speichere, dann speichert er eine Excel-Datei oder eine XLX-Datei und das will ich nicht. Deshalb muss ich es exportieren. Ich sehe leider von hier nicht viel. Mal. Das ist dann anders in also in Windows geht auch, glaube ich, exporten, aber ich bin mir nicht sicher, wie es in Excel ist. Schon sehr lange her. Ich mache CSV, Export als CSV. Unicode, UTF, das sind mehrere Optionen. Ich mache UTF-8 und dann Save. Und ich werde es auf meinem Desktop speichern mit dem Namen Test. Merkt euch, wo ihr das speichert. Okay? Also bitte schaffe irgendeine Datei und speichere es bitte als CSV rein in eurem Desktop.
Okay. So, wie gesagt, schaffe bitte eine Datei in Excel, irgendwas mit 3 Spalten. Einmal kategorisch, 3 Klassen und 2 numerische. Okay. Wenn ihr das habt, ihr speichert das bitte auf euren Desktop oder wo auch immer ihr wollt. Okay. Habt ihr das? Ja? Passt? Soweit? Ist ja noch ein paar Typen. Gut. Wenn es soweit ist, dann verlassen wir. Also das ist jetzt hilfreich, zum Beispiel, wenn ihr mit SAP arbeitet. SAP hat die Funktion, die Daten zu downloaden auf lokal in Form von Excel. Okay? Da kommen halt jede Menge Daten. Soweit ich weiß, gibt es keine Schnittstelle SAP Python. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr halt irgendwelche Daten aufnehmt für eine Arbeit, irgendeine Befragung, irgendwas, speichert ihr das Ganze auf Excel und dann wollt ihr halt mit Python weiterarbeiten. Deshalb machen wir hier die Schnittstelle. Okay? Es ist eigentlich nicht elegant und so weiter, aber es hilft in der Praxis. Gut, wenn wir die Daten haben, dann wollen wir die Daten importieren. Und dafür brauchen wir pip install pandas. Das haben wir aber schon. Import pandas als pd. Okay. Und dann DataFrame, wir definieren eine Variable. Welche die Daten enthält in Form eines DataFrames. Okay. So, DataFrame gleich pd. Punkt. Read underscore CSV runder Klammer und jetzt Anführungsstrichen und den Pfad zu der Datei. Bei mir der Pfad ist immer Users H4 Desktop / test.csv. Er hat es erkannt und ich mache df.head. Ha, jetzt bitte mach bis dahin, weil ich kriege hier etwas Komisches, okay? Irgendwas stimmt nicht. Das ist natürlich so gewollt, damit wir was lernen, okay? Irgendwas stimmt nicht. So, bitte mach bis hier. Genau. Bitte mach dein Handy weg. Ich brauche einen Hotspot, weil hier funktioniert es WLAN nicht. Warum? Bei mir geht's? Echt? Also ich weiß, dass es gestern den ganzen Tag nicht ging. Bei mir geht's. Gut. Okay, so bitte, wenn ihr soweit seid, gebt ihr Bescheid, bitte.
Ja. Ja. Zeigt hier nicht jede Spalte, so wie wir wollen, sondern zeigt irgendwie Punkt, Komma oder irgendwas, was uns nicht gefällt. Okay? Was, er versteht diese tabularischen Daten nicht ganz, wie wir möchten. Also was müssen wir machen, damit diese in Anführungsstrichen Fehlermeldung weggeht? Ist keine Fehlermeldung, aber es ist halt eine doofe Angelegenheit, weil wir nicht damit arbeiten können. Wir müssen hier Komma machen, dann Separator gleich Anführungsstrichen und dann Punkt Komma. Also ihr seht hier, ich habe hier Punkt Komma. Wenn ihr hier Kommas habt, dann macht eine Komma. Okay? Damit ihr versteht, dass der tabularische Trainer der Daten, der Spalten, ein Punkt, Komma ist oder eine Komma. Hm? Wenn wir das jetzt wieder machen, und ich sage jetzt df.head, wird er das anders zeigen. Okay? Bitte probier es. Das ist alles. Das sieht das auf. Das sieht
alles soweit? Bitte. Jetzt nach dem Code von letzter Woche beschreibe mir bitte diese numerische Spalten grafisch da nach Klassen. In einem Scatterplot. Schaut euch bitte letzte Woche's Code an. Scatterplot. Ja, genau, was war die Scheiße? Das ist Seaborn. Okay, Scatterplot. sns.lmplot. Und bitte die Spalten numerisch und Spalte numerisch 2 gegenübergestellt nach Klassen. Stichwort HUE. Wohin? Weil es war Frage in die Prüfung, ja? Also das zweite Plot heißt numerisch 2, die gewisse Punkte und dann nach den Klassen A, B und C. Mach das bitte mit Seaborn. Wenn jemand es hat, bitte schalt ihn. X ist numerisch, Y ist numerisch 2, Ruhe ist kategorisch und das sollte es hinhauen irgendwie. Das kann auch sowas erzeugt, aber ich weiß nicht, ob das. Sorry. Was ist das schon? Ja. Los. Was muss ich noch machen? Kannst du bitte aufstehen und erklären, was du gemacht hast? Oder mir sagen, was ich schreiben sollte? So, bitte, hallo. Ja. Zunächst mal habe ich map.py.plt importiert. Ja. Grafik erzeugen zu können, das Import Seaborn als SNS. Ja. Und dann SNS.lmplot.
Ja? Und in den Klammern x ist gleich Spalte numerisch. Runde Klammer oder eckige? Eine runde Klammer. Ja? X ist gleich in Anführungsstrichen Spalte numerisch. Komma und y ist gleich in Anführungsstrichen Spalte numerisch 2. Dann Komma data gleich df. Ja? Dann noch das way ist gleich in Anführungsstrichen Spalte kategorisch. So rum? Ja. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, Sie haben numerisch mit 2 M geschrieben, vorhin mit einem M. Wie bitte? Sie haben jetzt numerisch mit 2 M geschrieben, vorhin mit einem M. Deswegen glaube ich. Bei Spalte kategorisch muss man reden. Spalte. Was muss noch? Bei Spalte kategorisch noch ein E. Bei UE gleich Spalte. Kategorische. Kategorische, ja. Und numerisch ist nur mit, habe ich nur mit einem M geschrieben, oder? Genau. Also ich möchte betonen, diese Fehler, diese dicke Daumenfehler sind, passieren immer, okay? Von daher bitte nicht gleich wegschmeißen und so, einfach nicht nervös werden, ruhig bleiben und weitermachen und korrigieren. Okay, so sieht es bei dir aus auch? Gut. Okay? So ähnlich sieht es auch aus in die Prüfung. Okay. Gut, ich lasse euch ein bisschen noch. Bitte macht das. Ja. Wie bitte? Ja. Die Excel-Datei kriegst du nicht runter oder was? Auf Python. Da musst du halt hier mit den. Erstens solltest du halt pünktlich kommen. Und das Zweite ist, den richtigen Pfad auswählen. Okay. Manchmal gibt es Probleme bei Windows, weil den Pfad so geschrieben wird, andersrum. Okay? Und dann musst du ja gucken, wie ihr Rechner arbeitet, weil jeder andere ist anders. Jeder hat so ein Windows anders oder Android oder was. Musst du gucken, wie der Pfad dargestellt ist. Aber ansonsten ist das hier korrekt. Okay, seid ihr jetzt alles soweit? Du musst wahrscheinlich
diese Dinge hier. Das habe ich vorhin schon. Anders. Hier so. Anders. Lisa, das war ein normaler Schleif. Ich habe auf dem Schild schon die oberen Bühne. Ich habe die noch oben gemacht. Ja, das ist schon die. Ja, fange ich doch. Hast du schon im letzten Semester gebraucht, aber. Ja, ich muss dich im Geschäft gleich an der Arbeitsplatz. Okay, gut. Also, es gibt nicht nur CSV. Im Internet werden Datenbanken auch als JSON-Dateien gespeichert. JSON. Beinahe alle Webseiten speichern die Kundendaten als JSON. Okay, es ist nichts anderes wie ein Wörterbuch. Gleich Wörterbuch. Okay? Ich lade euch eine Datei auf dem GitHub. 2023-04-04 Data, das wird hochgeladen. Als JSON. Und so machen wir unsere Tests, okay? So, ihr weißt, wie man die Datei mittlerweile aus dem GitHub download, hoffe ich, haben wir ja letzte Woche gemacht. Könnt ihr lokal downloaden. Und wenn ihr das lokal heruntergeladen habt, auf dem Desktop bei mir, können wir auch ein bisschen spielen. Hier ist es nicht mehr read CSV, sondern read JSON. Und die Datei heißt users H4 desktop und dann die Dateiname. Schauen wir mal, was passiert. Und dann print df2String. Auf dem GitHub. Datum 2023-04-04 und dann die Datei, die mit Punkt
S-O-N. Dargestellt ist. Okay. Diejenigen, die es schon aufgeladen haben, bitte einen Boxplot erstellen von der Datei. Wie siehe letzte Woche. Was?
Und ich habe das. Das ist schon ein bisschen besser. Stimmt, wenn man hier was schon trägt, dann muss man das selber. Natürlich könnt ihr Kalorien oder Puls oder wie auch immer. Ich habe auch das versucht wegzumachen, aber irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Okay. Probier weiter. Und das Rest ist aber da. Ja. Was ist das? Ja, das ist ja die Definition, oder? Da war ja die FDP. Ja, mit diesem Ansatz verlierst du. Genau, eigentlich. Ja. Genau. Und dann funktionierst du? Kann ich gucken? Ja. Ich habe auch schon geguckt, da hat mir jetzt nichts aufgefallen. Okay, was sollte ich schreiben jetzt, um meinen Boxplot darzustellen? Kannst du es mir sagen, bitte? Ja, also SNS.boxplot und dann in Klammern Data gleich DF. Welche Klammer? Runde Klammer. Ja. Data gleich DF. Ja. Und dann plt.show. Dann was? plt.show hat man ja dann was.
Einfach so? So? Ja, mit den Klammern genau. Gut, und wo ist das Problem hier? Dass quasi Duration Pulse und Max Pulse nicht richtig angezeigt wird. Genau. Was machen wir dann? Und dann kann man Calories sozusagen aufschneiden oder nicht anzeigen. Wie lassen. Denn? Dann hat man Stats unterstrich DF ist gleich DF.drop. Und dann runde Klammer, eckige Klammer, das, wie heißt das, Anführungszeichen Calories. Ja. Und eckige Klammer zu, dann Excel gleich 1. Gut, und dann? Und dann SNS.blog Data gleich TatsDF, also das ist die 9 sind. Und dann auch Show. SNS Drop Boxplot, sorry. Boxplot. Okay, cool. Okay. Okay. Was hat das X gleich 1 für eine Bedeutung? Das ist die Spalten, ist Axis 1 und Zeilen ist Axis 0. Also wenn wir die erste Zeile wegmachen wollen, dann machen wir Drop Axis 0. Okay? Gut, CSV ist wichtig oder nützlich, wenn wir Excel und SAP nutzen. JSON ist nützlich, wenn wir Datenbanken von Kunden nutzen. In der Regel werden Daten von Kunden so dargestellt in einer JS-Datei. DF, okay, wir haben 169 Datensätze und 4 Spalten. Man könnte hier viel machen. Wir gucken uns aber jetzt zum Beispiel Print DF Head 10. Dann stelle ich die ersten 10 Zeilen dargestellt. Okay? Oder wenn ich sage Print DF.tail 10, die letzten 10 Zeilen dargestellt. Ja. Was müsste ich jetzt eingeben, wenn ich Zeile 9 bis 15 darstelle? Was glaubst du? Kann mich immer intuitiv antworten. Wie? Print, runde Klammer auf, df.body, Klammer 9,15, Klammer zu. Okay, Intuition. Okay, noch jemand? BTW? Between? No, nee. Bestimmte Zeilen oder Spalten bzw. Positionen zu zeigen, nutzen wir die Funktion von Pandas iLog. Könnt ihr nicht wissen, okay, nicht schlimm, aber ich sage dataframe.ilog. Was wolltest du jetzt? 9-15. Spalte oder? Zeile. Wie? Zeile 9-15. Zeile, okay.
dann Doppelpunkt und dann also 9 bis 15, 8 bis 14, Komma, Doppelpunkt. Okay? Weil wir immer bei 0 anfangen, wenn wir 9 bis 15 darstellen wollen. Machen wir 8 bis 14. Und das Doppelpunkt heißt, ich stelle alle vier Spalten dar. Okay? Also iLog hat diese Form. DataFrame iLog hat die Form eckige Klammer, Row, Komma, Column. Okay? Spalte. Ich meine Zeile und dann Spalte. Zeigt Spalte 9 bis 15 und alle, entschuldige, Zeile und alle Spalten. Okay, möchte mir jemand bitte sagen, was schreibe ich um Zeile 12 bis 23 und Spalte 2 bis 3. Was sollte ich schreiben? Kannst mir jemand sagen? Ja. df.ilog, dann eckige Klammer auf. Ja. Dann 11 bis 11 Doppelpunkt 22. Ja. Und dann 1 Doppelpunkt 2. Nein. Zeigt nur die 2. Pulse. Okay. Zeigt immer eine weniger. Weil wir bei 0 anfangen. Okay. Das sind aber, wenn ich zum Beispiel zeigen will, nur ein Element von dem Dataframe. Dann sage ich PD iLog, eckige Klammer, bring mir 12,2. DF, sorry. Okay, und das ist die Zahl 123. Ich kann auch Informationen vom Dataframe darstellen lassen. Das ist manchmal hilfreich, indem ich sage print df.info. Okay. Hier wird mir gezeigt, wie viele Zeilen es gibt, 0 bis 168, wie viele Spalten, 4 Spalten und dann Integer, 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 also Zahlen und dann Float. Ja, reelle Zahlen ist Float und Integer ist ein Integer halt. Ja, sind unterschiedliche Arten von Zahlen.
Ihr seht hier die Dinge Calories, die haben Kommas und deshalb sind sie Floats. Die anderen haben keine Kommas und deshalb sind sie Integer. Okay? Passt? Was hast du in den Nägeln? Okay. Wo ist die Datei jetzt? So. In wir können auch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert von unserer Statistikvorlesung, Korrelationsmatrix, die Korrelation von den unterschiedlichen Variablen zueinander mit df.cor. Man kann diese Korrelation als auch als Heatmap darstellen. Hier. Okay. So, ist die gleiche Information wie oben, aber nur grafisch. So, diese Scheiße kann man hier mit einer Zeile machen, die nächste dauert eine halbe Stunde. Ja, das.
gesagt wird, ist, dass wenn die Duration steigt, der Puls geht runter um 60%. Wenn die Duration steigt, der Maxpuls bleibt fast konstant. Wenn ich mehr laufe, dann verbrenne ich mehr Kalorien. Fast eine Korrelation von 92%. Die wachsen fast gleich voran. Und so weiter. Wenn der Puls steigt, also die Pulsader, dann der Maxpuls steigt zu 0, also zu 79%. Und so weiter. Okay? Das ist die reine Gesundheitskorrelation, die ihr von der Statistik kennt. Und in Form von einer Matrix und sehr schnell abgearbeitet. Ja. Fragen dazu? Passt das? Habt ihr das? Alle? Ja? Ja. Doppelt Arbeit, nachher muss ich es nochmal machen. Annotation gleich true heißt diese kleinen Zahlen, die hier überall annotiert werden, sind die Annotation. Okay? Passt das? Euch? Habt ihr das? Nein? Wir können auch das Ding plotten. Wenn wir sagen, Data Frame Plot, einfach so. Dann erzeugt er kein Scatterplot, sondern einfach Linien, okay? Okay, seid ihr soweit? Hallo? Ja? Gut. Dann machen wir weiter mit
ein Thema, was ich brauche es, warte mal, ich brauche ein kurzer Dataset. Wo ist das? Gut, wir werden jetzt was anderes machen, nämlich eine Darstellung von Netzwerken. Okay? Dafür brauchen wir einen Package, die heißt Network X. Sorry, was geschrieben? Network wie Netzwerk und dann X. Bitte installieren und importieren. So, was ein Netzwerk ist, ist klar. Was hast du mit deinen Nägeln? Das Zentrum der Erde. Okay, was ein Netzwerk ist, ist klar, oder? Knoten und Beziehungen. Also die Knoten können eigentlich alles sein. Menschen, Rechner, alles Mögliche. Freunde, Feinde, alles. Okay? So, wir stellen jetzt intuitiv ein Netzwerk dar. Import, warte. Network X as NX. Okay? Und import matplotlib.byplot as PLT. Die beiden Dinge brauchen wir. Okay, und intuitiv machen wir, wie gesagt, das Netzwerk. Das ist erstmal, und stellen wir es grafisch dar. Okay? So, wir werden jetzt die Edges definieren, also die Kanten, die Beziehungen. G ist ein Objekt, der es sicherstellt, dass es uns ein Netzwerk oder ein Graph, Graph sind die mathematischen Darstellungen von Netzwerken, erlaubt oder ermöglicht. Und dann sagen wir Add Edge zwischen 1 und 2. Und G. Add Edge zwischen 1 und 3. Und G. Add Edge zwischen 1 und 5. Und G. Add Edge zwischen 2 und 3 und so weiter. Wir machen so ein paar Beispiele. Add Edge zwischen 3 und 4 und G. Add Edge zwischen 4 und 5. Er versteht, es existieren die Knoten 1, 2, 3, 4 und 5, weil ich sie so beschrieben habe. Okay? Und dann sage ich nx.draw network x von g. plt.show.
So ist wie wir ein Netzwerk grafisch darstellen. Nächste Woche werden wir vieles sehen über diese Netzwerke und wie können wir diese auch messbar machen. Aber kriege ich Informationen. So, ich kann sagen, List Nodes, das ergibt mir die Nodes, oder ich kann sagen, List Edges, ergibt mir die Edges, okay? So, stellt euch vor, diese Pfeilen zwischen den Knoten oder diese Beziehungen zwischen den Knoten haben keine Pfeile. Seht ihr? Keine Pfeile. Also das heißt, wir wissen nicht, ob 2 ist befreundet mit 3 oder 3 mit 2. Sie sind einfach nur verbunden. Um diese Beziehung darzustellen, müssen wir einen sogenannten dirigiertes Graph oder Digraph darstellen. Okay? So, das sagen wir so, dass wir sagen, g ist gleich nx.digraph. Klammer auf, Klammer zu, und ich kopiere einfach die Liste, die wir hier oben haben. Okay? Und ich mache einfach nochmal das gleiche, nx.draw network x von g, plt.show. Okay. Und ihr seht, er hat jetzt die Knoten verbunden, allerdings mit Pfeilen. Nicht leer, sondern mit Pfeilen. Okay? Passt? Okay, Fragen soweit? Fragen? Okay, diese Woche lassen wir es hier.